Mein Name ist Sophie Ludewig. Ich bin Mitgliederbetreuerin im Bauhausarchivverein und nehme Sie heute mit in meine Bauhauspause. Als ich dieses Foto zum ersten Mal sah, hatte ich sofort folgende Szenerie im Kopf. Es ist ein schwül heißer Sommerabend in den amerikanischen Südstaaten. Ein Detektiv sitzt an seinem Schreibtisch und brütet über seinem aktuellen Fall. Der an der Decke surrende Ventilator versucht, für etwas Abkühlung zu sorgen. Ganz real betrachtet fiel mir zunächst der starke Kontrast zwischen dem Fenstergitter und der organisch geschwungenen Form der Monstera-Pflanze auf. Dieses gerasterte Fenster scheint die Pflanze noch hervorzuheben. Außerdem stellte ich fest, dass ich gar nicht sehen kann, wie die Lampe, die das Licht wirft, wirklich aussieht, weil sie vom obersten Blatt verdeckt wird. Und die Zimmerdecke sieht aus, als wäre sie mit Paneelen verkleidet. Aber ist das wirklich so oder gibt es etwas im Raum, das nur solch einen Schatten erzeugt, dass die Decke so liniert aussieht? Das Bild strahlt für mich Ruhe und Bedächtigkeit aus, aber auch eine gewisse Leere und Einsamkeit, weil die Wände so kahl sind und man überhaupt keine Möbel sehen kann. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Jost Schmidt, in dessen Büro wir hier schauen, an diesem Tag der letzte im Bauhausgebäude in Dessau war und noch sehr konzentriert an etwas arbeitete. Als das Foto entstand, war er Lehrer für Schrift im Vorkurs und Leiter der plastischen Werkstatt sowie der Werkstatt für Reklame, Typografie und Druckerei. Ich habe mich gefragt, warum dieses Foto überhaupt gemacht wurde. Es stammt möglicherweise von Gertrud Arndt, die in der Weberei arbeitete, aber eine große Leidenschaft für Fotografie hegte. Vielleicht hatte sie ein Arbeitstreffen mit Schmidt und bot ihm eines ihrer Fotos für eine seiner Arbeiten an. Dann verließ sie das Bauhausgebäude, blickte sich noch einmal um und sah diese besondere Atmosphäre in diesem Bild, zückte ihre Kamera und drückte spontan auf den Auslöser. Diese Spontane ist genau das, was mir in ganz vielen Fotos der Bauhaus-Ära begegnet. Ich habe ganz oft das Gefühl, einen Schnappschuss zu betrachten, anstatt eines inszenierten Bildes. Und genau das ist es, was mich so fasziniert, diese kleinen Momentaufnahmen, die meine Gedanken und meine Fantasie so sehr anregen.